wir Menschen leben in einer künstlichen Umwelt, die wir uns selber geschaffen haben, die eigentlich gar nicht für uns artgerecht ist. Zum Beispiel, wenn wir in der Stadt leben, dann ist da ein Auto, was hupt, da ist ein Fahrrad, was klingelt. Und sobald ich in der Natur bin, habe ich das Gefühl, dass das alles gar nicht mehr so viel auf mich einwirkt und dass ich einfach mehr ich bin, einfach mehr Mensch bin. Meistens, wenn ich fluche, läuft ja keine Kamera. Das Waldbaden kommt aus Japan und das wird dort verschrieben gegen Stress. Das ist nachweislich, also das ist nachgewiesen, das kannst du googeln. 10 Minuten im Wald, da fährt schon alles runter, dein Stoffwechsel, alles. Die ganzen Stressdinger, die fahren runter. Ich bin mit einem 49-Euro-Ticket durch ganz Deutschland gefahren und habe Survivalisten interviewt. Insgesamt habe ich 3400 Kilometer mit dem Zug zurückgelegt. Davon saß ich 63 Stunden im Zug. Ich war 17 Tage unterwegs und habe mega nette Leute kennengelernt. Wie lange machst du schon YouTube? Tatsächlich, YouTuber bin ich schon seit 2005. Wie lange machst du das eigentlich schon? Seit 2008 filme ich eigentlich schon. Ja, merkst du es? Oder spreche ich immer nicht? Ich erinnere mich irgendwie damals an den Berg, da haben wir genauso mit dem Lachmuskel. Eigentlich sind wir wieder so einerspringen. Hey! Ja, genau. Sehr schön. Hi! Hey, ich bin der Pete und das ist der Stefan. Viele erwarten immer so Survival, das muss immer Action sein und so. Das ist so diese Bear Grylls-Manier. Aber das, ich kann damit nichts anfangen. Die Leute sollen erstmal wieder runterfahren. Ja, ich bin Rocco Hartwig aus Berga. Wir sitzen gerade in meinem Camp hier. Wir werden live dabei sein, wie er hier gleich für Stefan Waldmann die edelsten Keile erstellt. Ich bin gespannt. Mach mich stolz. Ja, toll. Ja, mein Name ist Mario. Ich habe einen kleinen YouTube-Kanal seit ungefähr 2 Jahren. The Hiking Viking. Die Sache, die mich am meisten mit Outdoor verbindet. Da bin ich halt sehr aktiv momentan. Scheiße. Was ist jetzt los? Was machst du am liebsten draußen? Bier trinken. Einige bauen. Piep! Piep! Fucking and fishing. Also, ich mache mir jetzt hier so stillhalten. Ich halte es fest und schneide nur die Beißwerkzeuge ab, sonst holst du ja alles leckere raus. Ich will das Gehirn aber nicht. Aber Gehirn hat Proteine. Ja, toll. Und Auge hat viel Flüssigkeit. Ja, super. Vor allen Dingen, die haben 6. Ja, toll. Gut. Aber du machst das gut. Du machst das gut. Tolle Körperhaltung dabei. Dann machen wir das hier auch ordentlich jetzt hier. Es muss auf jeden Fall richtig kochen, das Wasser, damit alle Wirkstoffe rauskommen aus dem Pilz. Ja, so 15 Minuten kochen. Genau. Durchgeht. Hi, ich bin der Bernd von Bernd Outdoor. Früher hieß ich Wandern und Outdoor Buschkraft. Auf das Hobby bezogen. Ja, und ich mache, wie der Name schon sagt, oder ich habe viel mit Wandern gemacht, Buschkraft draußen sein. Ich war tatsächlich schon in einer realen Survival-Situation, und zwar mit dem Atze, dem Buschpiraten. Wir waren auf dem Berg oben und mir ist was total Dämliches passiert. Und da war es so, dass ich ausgerutscht bin, umgeknackt. Ja, mein Fuß war verstaucht, gut verstaucht. Atze hat vorher mit dem Stecker so geschaut, weil ich habe gesagt, wenn ich da reinfall, dann kannst du mich beerdigen mit dem Fuß. Bei mir gibt es das Video, weil ich habe trotzdem damals noch mitgefilmt. Könnt's bei mir auf dem Kanal schauen. Moin, ich bin Mike und Sanitäter. Erste Hilfe ist wichtig in jedem Hobby. Das ist mein Steckenpferd. Ich muss echt von den Nachrichtensprecher wegkommen. Der rasende Reporter. Sag doch einfach, was du willst. Es ist wichtig, dass die Leute verstehen und sehen, wer du bist. Was bist du für ein Typ? Was bist du für ein Charakter? Es sind zu viele harte Kerle da draußen. Es gibt einfach zu krasse Typen. Experten halt. Alles voller Experten. Alles voller Experten. Ja. Genau, ihr Luschenmensch. So, ehrlich. Glaube, das ist dann Szene 3 oder 4. Also mein erstes Video mit Pete war der Hammer. Er ruft an am Donnerstagabend um 20 Uhr, er fährt jetzt los. Dann sage ich, wie, du fährst jetzt los? Ja, er fährt jetzt die ganze Nacht durch, ist um 6 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens bei mir. Alles klar, ist er, hat er dann auch gemacht. Wir haben uns um 7 Uhr morgens dann in Inzell getroffen, haben dort an der Tankstelle gefrühstückt. Dann sind wir am Berg hochgegangen. Das war eigentlich nur alles Chaos, was wir gemacht haben. Also ich habe 12-Minuten Video gedreht. Das waren die kompletten 12 Minuten, die normales, verwertbares Material waren. Und der Rest waren 3 Stunden Outtakes. Nur Blödsinn. Outtakes, was schiefgelaufen ist, da hätte ich 4 Videos machen können. Es war völlig geisteskranker Ausflug, aber war halt richtig cool. Achso, die filmt ihr schon, ja. Scheiße.
Also hier ist so das Thema rund ums Feuer. Essen machen, Essen zubereiten. Viele haben ja noch nicht mal selber gekocht. Das machen die hier alles. Du weißt nicht, wo du hingucken sollst. Ne? Auch so viele Dinge, die man achten muss. Ja. Warum ich gerne draußen bin? Natur entschleunigt. Ruhe, Alltagsstress ist weg. Einfach mal die Seele baumeln lassen, die Zeit draußen genießen. Geil. Wahnsinn. Butterweich. Und? Der Vorteil ist bei dieser Kochmethode, ihr habt eine Kerntemperatur erwischt. Also wenn ihr irgend so ein ranziges Wildschwein da drin hattet, ja? Und das ist so meine Philosophie halt, ne? Der Kollege gibt sich wirklich sehr viel Mühe, der ist wirklich hart am Arbeiten und sowas. Diese Reiserei ist natürlich brutal aufwendig und deswegen würde er sich dann tatsächlich ein bisschen über Unterstützung von euch freuen. Das heißt, schickt diese Videos auch gerne bei euch weiter via WhatsApp, via Instagram, via Facebook und so weiter. Schaut, dass die Leute da rankommen, dass sie das sehen können und ich bin mir sicher, dass von der Qualität her, die wir hier schon sehen, dass es richtig, richtig gut wird. Es tut auf jeden Fall auch die Notification drücken, das ist also die Glocke unten, dass ihr da auf alle drückt, damit ihr die Informationen auch bekommt. Ist ja nicht so, dass ihr euch jetzt zusperrt mit 1000 Millionen Videos jeden Tag und so, dass überall was blinkt und sowas. So ist es ja nicht, sondern es ist wirklich eine gute Unterstützung und ein liebes Dankeschön an ihn für die geleistete Arbeit. Und da wird er sich ganz bestimmt drüber freuen. So, Stefan ist raus. So, ich mache mich auf den Weg auf meine Deutschlandtour, um die größte Dokumentation aller Zeiten zu drehen. So, wir fassten die ganze Geschichte mal zusammen. Die ganze Tour habe ich mit einem 49-Euro-Ticket durchgeführt. Ich bin zuerst in den Harz gefahren, zur DDR-Grenze, und dort habe ich den René kennengelernt. Er hatte gerade einen Kurs und den habe ich mitbegleitet. Dort hat er unterschiedliche Survival-Techniken beigebracht, das erfahrt ihr alles in der weiteren Doku. Genächtigt habe ich unter mein Tarp. Nach 2 Tagen ging das Ganze dann weiter bis runter nach Bayern. Dort angekommen hatte ich schon ein paar Probleme. Die Geschäfte waren zu und ich hatte nichts mehr zu trinken. Ich hatte meinen Lagerplatz in der Nähe einer Quelle. Nur leider wusste ich davon nichts. Ich habe die ganze Sache also gerade so überlebt. Ein paar Tage später habe ich mich dann mit Stefan getroffen. Otto Kingau. Dort ist uns aufgefallen, dass er ein paar Probleme mit seinem Rucksack hatte. Ich fand die Sache ganz schön lustig und habe einfach alles gefilmt. Wir hatten eine Spontanaktion gemacht und hatten dann Bernd getroffen. Mit Bernd hatten wir dann einen Overnighter durchgeführt. Und er hat sich dazu bereit erklärt, auch nochmal beim Interview mitzumachen. Nach dieser lustigen Nacht ging das Ganze dann wieder ab nach Hause. Hier hatte ich ein paar Verspätungen mit dem Zug und als ich in Hamburg-Altona ankam, fuhr kein Zug mehr, wirklich. Ich musste so gesehen also 4 Stunden lang in Hamburg die Zeit verbringen und mich von den ganzen Obdachlosen entfernen. Da mein Rucksack 30 Kilo wog und ich eine sehr teure Kameraausrüstung dabei hatte. Die zweite Deutschlandtour lief etwas besser ab. Dort hatte ich nur einen Rucksack mit, der ungefähr 18 Kilo wog. In Thüringen angekommen, traf ich den Rocco von Naturinstinkte. Er zeigte mir sein Camp und was er so alles schon gebastelt hat. Nach diesem herrlichen Abend führte mein Weg wieder runter nach Bayern. Dort traf ich den Stefan von Survival Deutschland. Dort habe ich ihn bei seinem neuen Projekt unterstützt. Bretter herstellen, das Ganze spalten mit Holzkeilen. Danach endete meine zweite Deutschlandtour und ich begann hier vor Ort noch ein paar Aufnahmen zu machen. Die Aufnahmen von Mike hatte ich schon vorher abgedreht. Zu Besuch kam noch Mario von The Hiking Viking. Er kam ebenfalls mit dem Zug ganz aus Bremen. Nach diesen ganzen lustigen Aufnahmen setzte ich mich nochmal in den Zug ganz hoch in den Norden und führte das Interview nochmal alleine durch. Das Ganze mit einem 49-Euro-Ticket. Insgesamt habe ich 3400 Kilometer mit dem Zug zurückgelegt. Davon saß ich 63 Stunden im Zug. Ich war 17 Tage unterwegs und ich würde mal sagen, das wird eine richtig geile Doku. Gibt Pete ein Abo für dieses geile Video? Sehr überzeugend auf jeden Fall. Okay, warte. Ja.
Ja, danke, Piet, dass ich hier sein durfte und lasst ein...